Ellie? Davon ist sie! Ellie! Littlefoot! Sarah! Super, dass du wieder zurück bist. Hey, ich hab dich so vermisst. Ich hab dich auch vermisst, Ellie. Wir haben uns lange nicht gesehen. Oh ja. Und, wie geht's dir? Hast du viel erlebt? Wollen wir Fangen spielen oder Wasserspritzen an einer Wasserstelle? Oder vielleicht verstecken? Egal, was du willst, wir spielen es. Stimmt's, Littlefoot? Ja, genau. Los, komm! Ellie! Was ist denn, Ellie? Komm schon! Hey, Ellie! Eigentlich habe ich einen neuen Freund, mit dem ich spiele. Das geht klar. Der kann auch mitkommen. Ich glaube nicht, dass Red das will. Hm? Er will nicht mit uns spielen? Wer ist dieser Red überhaupt? Ich bin Red. Na und? Ich bin Zera und das ist Littlefoot. Wir sind Ellies alte Freunde. Sag's ihnen. Red ist ein mutiger Dino. Aber er spielt nicht mit Kindern, die er nicht kennt. Das klingt aber nicht sehr mutig. Oh. Ach, was du nicht sagst, Littlefoot. Mein Name ist Littlefoot. Na und? Ich bin Red, der tapfere Retter. Der Held der Herde, der Schafzahn-Angsteinjager. Der Held der Herde? Der Schafzahn-Angsteinjager? Die Schafzähne, die wir gesehen haben, haben nicht mal Angst vor Feuersteinen, Erdrütteln oder rauchenden Bergen. Geschweige denn vor kleinen Langhälsen. Aber vor mir schon. Erzähl ihnen alles von deinen Abenteuern, Red. Während ihr an Muttis Schwanzzipfel hängt und im großen Tal in Sicherheit seid, bin ich im geheimnisvollen Jenseits und beschütze meine Herde. Bleib zurück! Red der Retter macht das schon! Die hatten Angst vor diesen fliegenden Steinen. Ein anderes Mal war die Herde auf der Flucht. Bringt euch in Sicherheit! Ich lasse nicht zu, dass sie euch etwas tun! Das war echt knapp. Wer es glaubt, wird selig. Wenn's doch stimmt. Ich hab auch mal mit meinem Schwanz einen steilen Steinhang gebaut, über den die Schafzähne nicht rüberklettern konnten. Heute gibt's kein Fressen für euch. Jetzt seid ihr in Sicherheit, wir können weitergehen. Tja, sowas habt ihr bestimmt noch nicht gehört. Ich glaube, wir haben genug gehört. Das waren doch nur Geschichten. Warst du denn dabei, als diese Dinge passiert sind, Ellie? Nein. Das war, bevor unsere Herden sich vereinigten. Und du glaubst wirklich, dass er einen Steinhang mit seinem Schwanz gebaut hat? Während er von Schafzähnen angegriffen wurde? Oh, also der Steinhang war eigentlich schon fast fertig, aber den Rest habe ich allein gebaut. Seht ihr? Er hat ihn fertig gebaut. Ein Steinhang? Das ist ziemlich schwer zu glauben. Ihr seid doch nur neidisch, weil ihr keine Steine mit eurem Schwanz rollen könnt. Los, komm, Zera. Ich glaube, wir sind nicht mutig genug, um mit Ellie zu spielen. Wollen wir Rettung spielen? Von mir aus. Ich könnte ja Ellie noch mal sagen, dass Red sich diese Geschichten nur ausdenkt. Gut und schön, aber wenn sie dir wieder nicht glaubt? Was, wenn Red dich mit Schwanzschlägen haut?
Wir müssen Ellie zeigen, dass Red nicht so tapfer ist, wie er behauptet. Ja, ich würde gern mal sehen, was Red macht, wenn ein richtiger Schafzahn auftaucht. Wartet mal. Was ist, wenn wir dafür sorgen, dass er einem richtigen Schafzahn gegenübersteht? Was? Du willst einen echten Schafzahn in unser großes Tal bringen? Ich weiß nicht, ob dieser Plan wirklich ein guter Plan ist. Für meinen Plan will ich einen Schafzahn benutzen, der schon lange hier ist. Schafzahn hier in großes Tal? Ja, er ist genau unter uns. Du meinst mich? Aber Chomper ist nett. Das ist er, das ist er. Wir wissen, dass Chomper nett ist, aber das weiß man nicht, wenn man nicht weiß, wie nett er ist. Und Ellie und Red sind Chomper bisher noch nicht begegnet. Richtig. Und so wird die Sache ablaufen. Chomper jagt uns und tut so, als ob er ein furchteinflößender Schafzahn wäre. Dann läuft Littlefoot zu Red und sagt, du musst uns vor dem Schafzahn retten. Wenn Red dann ängstlich wegläuft, wird Ellie sehen, dass er nur geflunkert hat. Seht ihr? Wenn wir es richtig anstellen, wird es funktionieren. Ich kann sehr gut ängstlich schreien. Japp, japp, japp. Ich auch sehr gut in ängstlich sein. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Komm schon, Littlefoot. Das ist ein steinstarker Plan. Was kann denn da schon schiefgehen? Tja, was hältst du davon, Chomper? Ich glaube, das wird mir Spaß machen. Na ja, solange niemand verletzt wird. Hier wird niemand verletzt. Wir tun doch nur so, als ob es gefährlich ist. Also schön, packen wir es an. Bereit? Und los! So geht das nicht. Ihr müsst tun, als ob ihr Angst habt. Und du musst furchteinflößend klingen, klar? Jetzt seid doch mal ernst, Freunde. Nochmal von vorn. Er hungrig, mir angstig. Und ich bin noch viel ängstlicher, Rara. Hilfe! Jemand muss uns vor ihm retten. Perfekt. So, und jetzt kommt dein Auftritt, Littlefoot. Los! Versuchen wir es noch einmal von vorn. Los, komm, spielen wir Rettung. Schon wieder? Wollen wir nicht lieber Fangen spielen oder Verstecken? Hä? Oder im Wasser rumplanschen? Wir spielen Rettung. Los, ruf um Hilfe. Hilfe! Du klingst irgendwie anders. Das war ich auch nicht. Das war jemand, der wirklich Hilfe braucht. Schnell, rette ihn, Red! Hilfe! Er hungrig, mir angstiglich. Und ich bin noch viel ängstlicherer. Ja, ja. Wir brauchen Hilfe. Jemand muss uns retten. Wer verfolgt euch? Wer hat Hunger? Na, der da! Ein Schaufzahn! Worauf wartest du noch, Red? Mach schon, rette uns! Los, Red! Wir müssen sie retten! Rettet euch doch selber, ich verschwinde! Was ist hier los? Wir
wollten dir zeigen, dass Red gar nicht so mutig ist, wie er immer behauptet. Das Ganze war nur ein Spiel. Aber der Schafzahn, wo kommt der her? Oh, entschuldige, Ellie. Das ist Champa. Hi, Ellie. Ich wollte dir keine Angst einjagen. Ihr seid mit einem Schafzahn befreundet? Oh, jap, jap, jap. Champa und Ruby leben in den geheimen Höhlen. Naja, das ist eine lange Geschichte. Und eine Sache ist sicher, wir haben keine Angst, mit Champa zu spielen. Na, was meinst du? Willst du mit uns spielen? Ja, natürlich. Ich glaube, Red ist doch nicht so mutig, wie er immer behauptet. Wo ist er eigentlich hingerannt? Wir müssen den gefährlichen Schafzahn aus dem großen Tal verjagen! Auf ihn! Wir müssen Champa retten! Aber wir können die Herde nicht stoppen. Oh nein, nein, nein. Wir müssen es versuchen. Flieg hoch und halt Ausschau, wo sie hinlaufen. Wir sehen ihn. Er nah bei die große Steinwand. Gut, dann nichts wie hin. Der Schafzahn? Davon habe ich ja noch nie gehört. Ein Schafzahn? Er ist ein Schafzahn. Wen interessiert, ob er spricht? Der muss ja weg. Uns bleibt nichts anderes übrig. Älteste! Warte! Champa ist unser Freund. Er lebt hier. Er könnte nie jemandem wehtun. Aber er hat euch doch gejagt. Ihr habt um Hilfe gerufen. Sie wollten mir nur zeigen, dass Reds Geschichten bloß Märchen sind. Was soll denn das bedeuten? Er hat erzählt, dass er seine Herde vor vielen Schafzähnen gerettet hat, bevor wir ihn getroffen haben. Red, komm mal her. Ja? Hast du diesen Kindern etwa Flunkergeschichten erzählt? Ist schon gut, Red. Ja, das hab ich. Tut mir leid. Hört mal, das ist eine ernste Angelegenheit. Seht ihr, was passiert, wenn ihr euch gegenseitig reinlegt? Ja. Ist schon klar. Für euch war das vielleicht ein Scherz, aber ein Schafzahnangriff ist alles andere als lustig. Es tut uns allen wirklich sehr leid, Älteste. Und was dich betrifft... Ja? Ich weiß nicht, wie du so viele Freunde hier im großen Tal finden konntest. Aber es ist eine gute Sache. Langhälse, mir nach! Hey, Red. Wollen wir Fangen spielen? Aber alle meine Abenteuer waren doch erfunden. Das heißt nicht, dass wir nicht neue Abenteuer erleben können. Na komm schon, Red. Worauf wartest du noch? Oh,
Ihr seid wirklich die Schärfsten. Alles klar, Spikey. Du bist dran. Oh, ich kenne eine gruselige Geschichte aus dem geheimnisvollen Jenseits. Scharfzähne sollen diese Geschichte ihren Kindern erzählen, um ihnen Angst einzujagen. Irgendetwas Geheimnisvolles haust in der dunkelsten Höhle des geheimnisvollen Jenseits. In einer Höhle, die dunkler als dunkel ist, lebt diese gespenstische Kreatur. Man nennt sie den verborgenen Flitzer. Und weiter. Naja, der verborgene Flitzer wartet immer, bis es Nacht wird. Tiefschwarze Nacht. Wenn ihr schlaft, taucht er an eurem Schlafplatz auf. Und bevor ihr wach werden könnt, seid ihr aufgefuttert. Dann wir müssen vorsehen vor verborgene Flitzer. Wie sieht ihm aus? Das ist ja das Problem. Niemand hat jemals einen Blick auf ihn geworfen. Was? Niemals? Wieso denn nicht? Na, weil er verborgen ist. Mehr als das. Manchmal ist er sogar unsichtbar. Was ist denn unsichtbar? Das heißt, man kann ihn nicht sehen. Ja, aber wenn er unsichtbar ist, wie kann man dann wissen, dass er da ist? Das merkt man dann schon. Denn bevor er dich auffuttert, stößt er einen lauten und äußerst gruseligen Schrei aus, sagt man. Wenn er unsichtbar, er vielleicht schon hier und wir nicht weiß. Das ist unmöglich. Oder nicht? Wer weiß das schon? Immer wenn du etwas siehst, aber nichts da ist, dann war das, was da war und du nicht gesehen hast, möglicherweise der verborgene Flitzer. Hey, das könnte er sein. Genau über deiner Schulter! Was ist das? Nur weil du unsichtbare Flitzer nicht siehst, heißt das nicht, dass unsichtbare Flitzer nicht da ist. Das ist nur eine Geschichte, Petri. Darum musst du keine Angst haben. Der verborgene Flitzer? Littlefoot! Littlefoot! Zeit, ins Nest zu gehen, ihr Kleinen. Oh. Alles klar, Großmutter. Dann gibt's heute leider keine Gruselgeschichten mehr. Als ob du uns damit Angst eingejagt hättest. Ruby, kann ich heute Nacht bei dir bleiben? Ich habe keine Angst, aber... Ich bin allein unterwegs. Japp, japp, japp. Die große helle Scheibe macht alles so schön warm. Ich glaube, das ist nicht normal. Nein, nein, nein. Spikey? Hallo? Der verborgene Flitzer! Ich glaube, wir hatten alle böse Schlafgeschichten. Nein, nicht alle. War der verborgene Flitzer etwa nicht in deiner Schlafgeschichte? Wieso denn? Dreihörner haben keine Schlafgeschichten. Aber du hast doch geschlafen, also hast du auch Schlafgeschichten. Bestimmt auch vom verborgenen Flitzer. Aber Schlafgeschichten können einem nichts anhaben. Schlafgeschichten vielleicht nicht wehtun, aber verborgene Flitzer schon.
Vielleicht ihr verborgene Flitzer in Schlafgeschichten gesehen, aber ich ihn genau hier gesehen, mit eigenen Augen. Aber du kannst nicht etwas sehen, das es nicht gibt, vor allen Dingen, wenn es unsichtbar ist. Also schön, Petri, und wie sah dieser unsichtbare Gruseldino aus? Wie? Wie? Gar nichts. Petri, ich weiß, dass alles, was ich über den verborgenen Flitzer weiß, nur Geschichten sind. Einiges habe ich mir sogar ausgedacht. Weil du Geschichte ausgedacht hast, heißt nicht, dass Geschichte nicht wahr sind. Das ist wahr. Aber wisst ihr, wer besser darüber Bescheid weiß als ich? Meister Plattnase. Ich wette, er weiß, dass niemand nicht weiß, ob diese Geschichte wahr ist. Und jetzt haben sie gruselige Schlafgeschichten von dem verborgenen Flitzer. Nein, mir verborgene Flitzer gesät, ganz in echt. Jetzt sagen Sie ihm doch bitte, dass der verborgene Flitzer nichts weiter als eine Geschichte ist. Dann ist der verborgene Flitzer wieder zurück. Verborgene Flitzer zurück? Aber wenn er nie hier war, dann kann er doch nicht zurück sein. Es gibt ihn doch nur in Geschichten. Oh nein, der verborgene Flitzer ist keine Geschichte. Ist er nicht? Es gibt ihn schon seit Generationen. Ja, seit ich noch ein Nestling war. Sie waren mal ein Nestling? Er geht von Ort zu Ort. Aber er bleibt nie lange, sodass niemand ihn richtig beschreiben kann. Und manchmal kommt er zurück. Manchmal jetzt? Schon möglich, aber diesmal. Diesmal will ich ihn mit eigenen Augen sehen. Das letzte Mal tauchte er in den dunklen Höhlen auf dem Berg auf. 2 Tagesreisen von hier entfernt. Sie wollen einen Blick auf ein Fantasiewesen werfen? Nicht ganz. Ich will einen Blick auf ein unsichtbares Wesen werfen. So eine Chance bekomme ich nicht noch einmal. Haltet Ausschau nach seinen Fußabdrücken, Kinder. Sie sind unheimlich groß. Mir Angst, wenn er das sagt. Und weit auseinander. Und das auch. Die Gelegenheit, den verborgenen Flitzer zu sehen, hat man nur einmal im Leben. Und wenn verborgener Flitzer uns aufäst? Tja, dann war das tatsächlich eine einmalige Gelegenheit. Ihr Nestlinge habt viel zu viel Angst. In diesen Wäldern gibt es nichts, wovor man sich fürchten muss. Und wie ist es hier? Und wie sieht's aus? Alles bestens. Gehen wir weiter. In dieser Art Wald fühlt sich der verborgene Flitzer wohl. Selbst die Baumsterne hatten wohl vor ihm Angst. Auch wenn sie ihn nicht wirklich gesehen haben. Damals war ich nicht viel älter als ihr Kinder. Hat er gesagt, selbst die Baumsterne hatten vor dem Flitzer Angst? Verborgener Flitzer. Ah, da ist er ja. Ja, da ist er. Spikey, wenn du jetzt einschläfst, dann kommen wieder die Schlafgeschichten. Ach, wenn ich doch nur so wie Zera keine Schlafgeschichten hätte. Angst zu haben ist was für Angsteier. Thank you.
doch, da ist nichts, wovor ich Angst haben muss. Aber du hast Angst. Oder etwa nicht, Zera? Zera ist ein Angstei, Zera ist ein Angstei, Angstei, Angstei. Zera ist ein Ich Angstei. Bin kein Angstei, klar? Drei Hörner haben keine Schlafgeschichten. Was glotzt ihr denn so? Hattest du etwa eine Schlafgeschichte? Nein, ihr habt mich erschreckt, das war's. Diese Äste sind auf eine Art zerbissen worden, wie es nur der verborgene Flitzer tut. Und seht mal, da, Fußabdrücke. Gehen wir. In die Höhle rein? Wir finden den verborgenen Flitzer nicht, wenn wir ihn nicht suchen. Du hast doch wohl nicht etwa Angst, oder Zera? Micha, Angst, mich warten hier draußen. Schon gut, so viel besser. Also, wo kann er sein? Vielleicht ist er nirgendwo, weil es so etwas wie einen verborgenen Flitzer gar nicht gibt. Verborgene Flitzer! Was ist das? Das muss er sein. Mein ganzes Leben lang wollte ich ihn sehen. Und jetzt habe ich es fast geschafft. Er wird uns auffressen! Verborgener Flitzer, warte! Ach, jetzt ist er weg. Noch nie war jemand so dicht an dem Flitzer dran. Das ist doch schon was, oder nicht? Vielleicht kriegen wir ihn ja noch. Meister Plattnase, zuerst mal müssen wir Zera finden. Zera! Zera? Zera! Wo steckst du? Er ist weg, du kannst wieder rauskommen. Verborgene Flitzer wieder weg, glaub ich. Wo würde Zera hingehen, wenn sie von hier weggehen wollte? Ich war so nahe dran. Tut mir leid, Meister Plattnase. Zera! Ich bin schuld, dass Sie den verborgenen Flitzer nicht sehen konnten. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ich bin ein riesengroßes Angstei. Ich hab auch Schlafgeschichten und das ganze Zeug. Hättest du uns doch sagen können, dann hätten wir es gewusst. Wir sind trotzdem deine Freunde. Aber drei Hörner müssen doch immer tapfer sein. Dass du Angst hast, bedeutet nicht, dass du nicht auch tapfer sein kannst. Ach, meinen Sie? Na ja, der Tapfere überwindet seine Angst. Das heißt, er stellt sich seinen Ängsten, so wie deine Freunde. Trotzdem sie große Angst hatten, sind sie mitgekommen, um den verborgenen Flitzer zu finden. Dann sind sie ja tapferer, als ich es bin. Ich habe nur den Schatten des verborgenen Flitzers gesehen und schon bin ich weggelaufen wie... Wow, es gibt ihn ja tatsächlich. Und ich habe ihm in die Augen gesehen. Ich kann es nicht fassen. Die Geschichte, die ich mir ausgedacht habe, war gar nicht ausgedacht. Seht ihn euch an. Der hat ganz viele schöne Farben. Ist denn das zu glauben? Meine Angst hat mich davon abgehalten, ihn zu sehen. Mir nicht glaube, dass mir nicht weggefliegt. Nein, nein, nein. Hallo, ich bin Zera. Er hat sich unsichtbar gemacht. Er ist gar nicht richtig verschwunden.
Er hat sich angepasst, seht doch. Er ist immer noch da. Aber die Farben auf seinem Körper passen genau zu den Baumsternen. Verborgene Flitzer gar nicht unsichtbar. Er nur veränderlich. Vielleicht hat derjenige, der als erster meine Geschichte erzählt hat, gesehen, wie er unsichtbar wurde, ohne zu verstehen, wie er das gemacht hat. Ja, ganz genau. Erdschütteln gar nicht so schlimmlich. Nur ein paar Steinen und Bäumen umgefallen. Ich bin nur froh, dass niemand von uns verletzt ist. Das bin ich, ja, das bin ich. Hä? Hey, seht euch das an. Die Wasserstelle ist voller gar nichts. Hier ist auch kein Wasser. Nein, nein, nein. Kein Wunder, dass der Teich leer ist. Das schnelle Wasser ist auch nicht mehr da. Also, wenn ihr mich fragt, ich würde sagen, das Erdschütteln hat das gemacht. Dass der kleine Teich ausgetrocknet ist, das ist schlecht für uns alle. Bitte, Freunde, beruhigt euch. Was? Oje, oje. Es gab Zeiten, da war alles Wasser ausgetrocknet. Hinter dem kleinen Teich haben wir noch andere Wasserstellen. Das ist zwar etwas mühseliger für uns, aber wir schaffen das schon, Freunde. Darf ich etwas sagen, Großvater? Selbstverständlich, Littlefoot. Sag nur, was du auf dem Herzen hast. Erst gab es das Erdschütteln und dann trocknete der kleine Teich aus. Vielleicht hat das Erdschütteln das Wasser verschwinden lassen. Das Wasser ist weg. Was spielt das für eine Rolle? Naja, wenn das Wasser durch das Erdschütteln verschwunden ist, dann können wir vielleicht etwas tun, damit es wieder zurückkommt. Aber vielleicht auch nicht. Wenn du groß bist, lernst du den Unterschied zwischen den Dingen, die man ändern kann, und den Dingen, die man hinnehmen muss. Das ist klar. Ja. Tja, alle hier scheinen dir zuzustimmen, Vater Dreihorn. Mhm. Fürs Erste müssen wir also mit dem Wasser auskommen, was wir noch haben. Und denkt daran, ihr dürft kein Wasser verschwenden. Es ist wichtig, dass wir alle zusammenhalten. Ich finde, wir sollten etwas unternehmen. Und was? Wir können nachsehen, wo das schnelle Wasser hingeflossen ist und gucken, ob wir was tun können. Na, was meint ihr? Find ich gut. Japp, japp, japp. Ja, mir auch. Ich komm mit. Mit meinen nicht zu kleinen Armen. Das schnelle Wasser muss ja von irgendwo her kommen. Ich denke, wir sollten nachsehen, wo dieses irgendwo ist. Also schön, gehen wir es an. Ach, darum ist hier kein Wasser. Die Steine und Bäume blockieren seinen Weg. Meinst du, die Steine und Bäume sind durch das Erdschütteln dahin gekommen? Jep. Wir müssen sie beiseite räumen, dann fließt das schnelle Wasser auch wieder. Kinderleicht, Freunde. Wir reißen den Wall einfach ein. Naja, ich weiß nicht, Zera. Wir wissen doch nicht, wie tief das Wasser ist. Ich bin doch ein Schwimmer. Ich kann untertauchen und mal nachsehen. Gute Idee, Ducky. Aber sei vorsichtig. Hey, was ist das schwimmende Ding da, das nicht Ducky ist? Oh nein, das... Vielleicht ein scharfzahniges, schwimmendes Scharfzahn? Ich weiß es nicht. Wir müssen Ducky warnen! Er ist immer näher! Ducky, komm wieder raus, schnell! Ducky, schnell!
Lachen kenne ich doch. Das ist Mo. Hallo, meine Schlammbrüder. Du hast uns erschreckt, Mo. Entschuldigung. Mo hat sich beeilt, um Hallo zu sagen. Mo wurde unser Freund, als das große Tal überflutet war. Mo, das ist Chomper und das ist Ruby. Hallöchen. Hallo, Mo. Hallo. Jeder Freund von Littlefoot ist ein Schlammbruder von mir. Wie kommst du vom großen Wasser hierher, Mo? Mo hat neues Landwasser gesehen und gehofft, es würde ihn zu seinen Matschbrüdern führen. Also ist Mo losgeschwommen und hat euch gefunden. Ojemine, das schnelle Wasser hat den ganzen Weg vom großen Wasser zurückgelegt. Mo und Schlammbrüder treffen sich wieder hier zu jeder Zeit. Aber weißt du, eigentlich gehört das ganze viele Wasser ins große Tal. Oh ja, oh ja. Ja, du hast recht, Ducky. Über unser Wiedersehen hätte ich das beinahe vergessen. Wenn Littlefoots Läuferfreunde Wasser brauchen, hilft Mo. Siehst du diesen großen Wall da? Er hält das schnelle Wasser zurück. Ja, aber wenn wir ihn zerschmettern, dann husch, fließt das große Wasser wieder ins große Tal. Das mag Mo nicht. Mo hat recht. Wenn das ganze Wasser auf einmal abfließt, dann ist er im großen Tal gefangen. So wie viele andere großes Wasserschwimmer. Und was wollen wir jetzt machen? Wir müssen nur so viel Geröll wegräumen, dass das Wasser langsam weiterfließt. Dann hat Mo genug Zeit, um zum großen Wasser zurückzuschwimmen. Littlefoot ist klug. Sind deine kleinen Arme bereit zuzupacken, Chomper? Ja. Das sind sie. Kommt jetzt der letzte Stein. Spiky, ich brauche deine Hilfe. Willst du denn nicht meine Hilfe? Chomper, ich glaube, das ist keine Aufgabe für dich. Ich weiß schon, ich weiß. Meine Arme sind viel zu klein. Na schön. Los, komm, Chomper. Versuchen wir es gemeinsam. Littlefoot braucht jemanden, der stark ist, genauso wie ich. Los, komm, wir schaffen das! Oh, Chomper! Mo, hilf! Ich auch! So lange. Chomper hat sich in den Schlingpflanzen verfangen. Zeig mir, wo Chomper ist. Ja, mir auch. Ah.
schon. Tompa, du in Ordnung? Mir geht's bestens. Ich bin nur nass. Ich glaube, ich war doch keine sehr große Hilfe. Sag doch nicht sowas. Ruh dich erst mal aus, bis du dich besser fühlst. Wasser gestorben. Das nicht gut. Und wir haben uns solche Mühe gegeben. Na und? Dann räumen wir die Steine eben wieder weg. Dann fallen neue Steine runter und nehmen den Platz der weggeräumten Steine ein. Dann war alles umsonst. Nein, Matschbrüder sind klug. Euch wird was einfallen. Spike, das ist der falsche Zeitpunkt, um zu trinken. Nein, Spikey möchte uns was zeigen. Da läuft Wasser aus dem Baumstamm raus. Na und? Oh, ich verstehe, Spikey. Oh ja, oh ja, oh ja. Das will Spikey uns sagen. Das Wasser, das aus dem Baumstamm tropft, kommt von der anderen Seite. Wir können den Baumstamm dazu benutzen, damit das Wasser langsam fließt. Aber das ist doch viel zu langsam. Das Wasser tröpfelt ja bloß. Ich glaube, im Baumstamm ist ein Stein, der das Wasser blockiert. Kommst du daran, Ruby? Der einzige Weg, das herauszufinden, ist, es zu versuchen. Du kommst daran, Ruby. Deine Arme sind die längsten. Du schaffst das schon. Hey, Ruby. Ich sehe den Stein, der das Wasser blockiert. Ich sehe ihn auch. Meine Arme sind zu kurz. Ich komme nicht an ihn ran. Aber von hier aus müsste es gehen. Das könnte ich schaffen, wenn ich da durchkommen würde. Aber das Loch ist zu klein. Mein Arm passt da nicht rein. Aber vielleicht passt mein Arm rein. Wir müssen von hier weg, Freunde. Nicht, dass uns noch etwas passiert. Moment noch. Ich glaube, ich komme da ran. Ich bin dran. Komm schon. Tompa, du hast es geschafft. Es geklappt. Es geklappt. Wuhu. Ohne dich hätten wir das nie hinbekommen, Chomper. Was soll ich sagen? Dann sind ja deine kleinen Arme doch zu was Nütze. Gut gemacht, Chomper. Das Wasser fließt ab. Mo muss gehen. Du hast recht, Mo. Wir müssen auch gehen. Wir werden dich vermissen. Oh, sei nicht traurig, Littlefoot. Bis bald, Schlammbrüder. Mach's gut, Mo. Danke für deine Hilfe. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Das hoffe ich auch. Vergesst mich nicht. Ihr seid immer meine Schlammbrüder. Macht's gut. Wiedersehen. Mach's gut, Mo. Man nett, dich kennengelernt zu haben. Wir sollten jetzt auch nach Hause gehen. Los, kommt. Oh.
Heute haben wir allen Grund zum Feiern, Freunde. Das schnelle Wasser ist zurückgekehrt. Und das haben wir unserem Nachwuchs zu verdanken. Ohne Chomper hätte das nie geklappt. Ohne seine kleinen Ärmchen hätten wir das niemals hinbekommen. Wow!